Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Advance Wars 1. Ich bin Puck und unser Gegner ist diesmal Kit von Blue Moon. Und wir werden wahrscheinlich mit Max spielen, so wie es aussieht. Und wenn man die so reden hört, scheinen die beide ein Problem mit ihm zu haben. Und vor allen Dingen scheint Max ihn schon von früher zu kennen, genauso wie Nell, die nervende Frau. In Teil 2 kommt Nell ein bisschen besser durch, finde ich persönlich, aber in Teil 1 empfinde ich sie als einfach nur lästig. Aber anyway. Auf jeden Fall scheint Max Kid zur Rede stellen zu wollen. Und deswegen die nächste Mission an sich zu reißen. Geschichtsstunde mit Grit. Oder Kid. Okay. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass Kit sich hier sehr wohl fühlt. Anschleichen, Gelände nutzen. Das klingt ja alles ganz witzig, aber wenn ich mir das Gelände hier so angucke, ich sehe überall Wälder, ich sehe überall Riffe und vor allen Dingen hier dann noch eine Seeüberquerung. Fällt mir alles gar nicht. Okay, ich möchte einen S-Rang schaffen oder zumindest einen A-Rang als Minimum. Mal gucken, wie kriegen wir das hin? Ich muss übersetzen. Ich denke mal, hier unten rum werde ich definitiv nicht versuchen zu gehen. Ganz einfach, hier sind mir zu viele Wälder und auch, naja, logischerweise zu viele Städte etc., wo sich Einheiten aufhalten könnten. Das heißt, auch hier unten anlanden ist keine wirkliche Option, weil selbst wenn ich mit einem Kampfpanzer anlande, ich möchte nicht wissen, wie viele Aris mich da erwarten würden. Okay, also denken wir ganz simpel nach. Ich muss übersetzen, aber ich muss auch verhindern, dass hier meine Basis erobert wird. Okay. Ich packe erstmal einen TTP und einen Kampfpanzer auf den guten Transporter. Also auf das Landeboot. Dann wollen wir doch mal ran. Da ist jetzt ein Kampfpanzer und ein TTP mit einer Unit drauf. Den verstecke ich erstmal im Riff, der kann sich ja nicht selbst tarnen. So. Das U-Boot schicke ich erstmal vor, damit es erkunden kann, taucht. Gut. Das wiederum bedeutet, dass der Gegner nicht hier oben irgendwo in der Nähe sein kann, sondern höchstens in dem Wald. Von dort aus hätte er aber auch eine verdammt hohe Reichweite, wenn er da einen Raketenwerfer drin hat. Scheibenkleister. Nee, okay. Nehmen wir erstmal die beiden die beiden Mech-Units mit. Auch die werden hier versteckt. Viel weiter kann er ja eh nicht. Gut, sind die schon mal safe. Gut, die U-Boote schicke ich auch nach oben. Weil wenn ich hier unten nicht lang will, macht es für mich auch keinen Sinn, hier unten was zu erkunden. Das Einzige, was ich gerne wüsste, wäre hier drin, in dem Wald. Das Riff hier ist mir relativ egal, weil selbst mit dem Schlachtschiff hätte er von hier aus... Doch, nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, die Reichweite wird hier enden, ohne seine Spezialfähigkeit. Er könnte den Kreuzer angreifen, aber nichts anderes, okay. Wenn da unten was drin ist. Ach, verdammt, spiele ich Risiko? Ich weiß es nicht. Ich muss es einfach versuchen. So. Den kann ich ja nicht übersetzen lassen. Und jetzt habe ich mit diesen drei Einheiten vor, hier
quasi das Fort zu verteidigen, meine eigene Basis, irgendwie. Ich bete einfach nur zu Gott, dass jetzt hier in diesem Riff kein Schlachtschiff ist. Das wäre jetzt sehr tödlich für mich. Obwohl, wenn er in dem Wald hier oben was drin hat, wäre es genauso tödlich, eine Artillerie. Eine Artillerie von ihm könnte bestimmt jetzt hier hinschießen. Aber dann stelle ich ihm wenigstens genug hin, dass er auch genug Opfer hat. Ich bete einfach nur zu Gott. Denn ich muss irgendwie schnell vorrücken. Wenn ich nicht schnell vorrücke, verliere ich. Die ganze Sache passt ihm nicht, ne? Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Dumm ist er nicht, er will unsere Landeboote angreifen. Okay, da ist ein U-Boot. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Er hat nicht geschossen? Kein einziger Distanzangriff? Ich bin verwirrt. Okay, tief durchatmen. Alles ist gut. Okay, wenn er nicht angegriffen wurde, dann... versenken wir doch mal sein U-Boot. Wo die Frage ist, was hat er da oben? Hier drin stehen zum Beispiel. Oder in den Riffs. Alter, wird mir übel. Okay, in dem Riff hat er schon mal nicht stehen. Versenken wir auch mal das Landeboot hier. Dann sieht er uns da, glaube ich, auch nicht, wenn das Schiff getaucht ist. Sehr schön. Gut, da er abgetaucht ist, kann er ihn sowieso nicht sehen. In dem Wald da unten scheint aber auch nichts zu sein. Er hat uns nicht angegriffen, eben in der ersten Runde. Okay, stelle ich mal die Einheiten ab. Er kann sowieso nichts groß machen, außer mit dem Panzer angreifen. Aber richtig wohlfühlen tue ich mich bei der ganzen Geschichte bis jetzt noch nicht. So. Schon mal vorrücken, dass ich ihn auch gleich aus dem Hut zaubern kann, da oben gegen seine Artillerie oder den Panzer, whatever. Oh nein. Ohne Witz, jetzt ist mir gerade richtig schlecht in Spezialfähigkeit. Ich habe doch nur zwei Schiffe versenkt oder so. Okay, mit einer Aria das versenkt. Die Frage ist nur von wo. Zum Glück können seine Einheiten fast nichts wehtun. Fast nichts kaputt machen. Fast nichts wehtun. Was ist das für ein Deutsch? Also bis jetzt würde ich sagen, sieht es noch nicht mal so verkehrt aus, wenn er jetzt nicht noch einen groß angelegten Raketenangriff zieht. Ne, gut. Gut. Sieht doch bis jetzt ganz kuschelig aus. Mit dem versuche ich jetzt erstmal vorzurücken. Mit dem anderen U-Boot kann ich da oben immer noch das eine Riff aufdecken. Ah. Dreckige Scheibe. Wow. Sprit 27, 35, okay, ein bisschen hat er noch.
Okay. Ich muss mal kurz gucken, wie weit kann er schießen? Okay. Wenn ich jetzt mal kurz gucke, seine Spezialfähigkeit. Erhöht die Reichweite und Feuerkraft von Distanzwaffen. Fein Katzen, nein Ratten. Ja klar. Du kannst mich mal. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese Reichweite berechnet wurde unter seiner Spezialfähigkeit, kann ich den um 1 vorziehen. Weil dieses eine dürfte er in der nächsten Runde nicht mehr haben. Gut. So, wenn ich jetzt beide rauslasse. Beide kann er rein theoretisch nächste Runde angreifen. Das ist nicht das Problem. Aber er kann nur einen von beiden angreifen. Das steht fest. So, wenn ich jetzt rein theoretisch davon ausgehe, kann ich den zumindest schon mal um 1 ranziehen. So. Haben wir damit erstmal seinen Panzer, seine Ari weg. So, hier oben versucht er munter weiter einzunehmen. Soll er ruhig tun, ist mir egal. Beenden wir die Runde. Mehr kann ich nicht tun. Ja, ob er da oben jetzt Gebäude einnimmt oder in China fällt ein Sack Reis um, das interessiert mich nicht. Warum geht er auf das Landungsboot? Hat er eigentlich wirklich stumpf die Priority, auf Landungsboot zu gehen? Okay. Das Dumme ist, er wird wahrscheinlich im nächsten Zug wieder seine Special Ability haben, wenn ich gleich ein paar seiner Einheiten besiege. Das gefällt mir nicht. Also erstmal nur die dringend nötigen Einheiten besiegen. Alles andere kann er noch warten, okay. Gefallen tut es mir nicht, aber benutzen wir sie mal. Vielleicht kann ich damit nämlich oben das Schlachtschiff besiegen. So. 102%, das reicht. Sehr schön. Das Dumme ist nur, er hat jetzt kaum noch Sprit. So, dort können das U-Boot jetzt auch auftauchen. Nicht, dass es jetzt noch versenkt wird, okay. Dann wollen wir doch mal. Ja, ja, hat nicht ganz ausgereicht, aber immerhin. Man will ja nicht meckern. Mit dem versuchen wir schon mal hier oben das Headquarter zu besetzen. Dürfte auch nicht ganz reichen, aber... Doch! Yes! So, den... TTP stellen wir dort mal abgesichert hin und den dort hin, genau. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Kampfpanzer und nächste Runde, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, kann ich erobern rein theoretisch. K.O., wie sieht seine Fähigkeit aus? Ja, klar, er hat schon volle Ability. Ich krieg einen Kotzreiz. Dann besiegen wir doch lieber noch schnell so viel wie möglich. Als möglich. Versuchen wir unser Glück. Ja. Ich habe mir fast gedacht, dass hier oben im Wald noch einer ist. Aber er kann wenigstens nichts damit machen. Weil wir noch innerhalb der Umarmungsreichweite sind, wie ich es mal nenne. Also da kann er uns nichts anhaben. Sehr schön. Erober muss ich da unten auch nichts mit. Das heißt, wenn er jetzt nicht noch irgendwas rauszieht aus dem Ärmel. Das heißt, irgendein Raketenwerfer und so, oder so. Dürfte ich das da oben nächste Runde erobern.
Da habe ich echt mehr Glück als Verstand gehabt. Ich habe schon gedacht, er kommt jetzt mit seiner Spezialfähigkeit und schießt von hier unten irgendwo noch her. Jo, jetzt kann ich ruhig noch ein bisschen Havoc verbreiten hier und anrichten. Auf dass die Gegner alle verrecken mögen. Interessiert mich jetzt aber mal ernsthaft. Sag mal, wo sind denn hier die Gegner? Ja, man soll sich nicht beschweren. Naja gut, es war immer noch eine der ersten Missionen, aber trotzdem. Hat mich gerade verwundert, dass da so wenig. Ich habe jetzt wirklich in jedem Wald einen Ari gerechnet oder so. Anyway, gewonnen. Und jetzt will der gute Max Kid zur Rede stellen, aber Nell kommt dazwischen. Was ist das denn jetzt für eine anrührige Geschichte, dass sie sich Sorgen um ihn gemacht hat und er sieht ja gut aus. Ah. Anscheinend hat Max was übrig für Nell. Ich tat, was ich tat, weil ich bin, was ich bin, mein Schatz. Oh Gott. Ich liebe Kid. Kid ist cool. Wir haben auf jeden Fall gewonnen und dieses Mal anscheinend auch einen vernünftigen Rang bekommen, wobei ich zugeben muss, ich hatte mir da keine großen Hoffnungen gemacht. Ich habe, wie gesagt, überall mit Artillerie gerechnet oder noch schlimmer Raketenwerfer. Ich will nicht wissen, was da noch alles gekommen wäre. Anyway, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Mein erster S-Rank, yay! Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn wir Mission Nummer 8 machen. Bis denn!